Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, warum ich heute das Headset nicht aufhabe mit dem Mikrofon, das hat doch noch einen besseren Klang und da kann man einen noch besser verstehen. Die Antwort ist ganz einfach, es ist kaputt. Liebe Geschwister, Jesu Jünger wurden Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden mutig und redeten in aller Öffentlichkeit, so gut sie es konnten, von Gott, ohne Angst vor den möglichen Reaktionen. Manche Zuhörer belächelten sie. Andere öffneten sich und wurden von Gott begeistert. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Sie erinnert uns bis heute daran, wovon Kirche lebt. Und wozu Kirche da ist. Eine geistlose Kirche, die sich selbst genug ist, ist nicht mehr als ein Verein mit einem bunten Programm. Wir wollen mehr sein. Wir wollen geistreich sein. Darum, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Komm, erfülle unsere Herzen und mache uns mutig, damit wir anderen von Gott erzählen und unseren Glauben nicht wie eine peinliche Krankheit verschweigen. Denn wir gehören zum Leib Christi. Wir wachsen im Glauben. Und begegnen den Menschen mit Liebe. Das ist der Leitsatz unserer Gemeinde. Wir werden ihn nur leben, wenn Gottes Geist uns leitet. Er bringt eine tiefe Freude in unser Leben, überwindet unsere Trägheit und macht uns liebevoll. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater im 5. und 6. Kapitel, wenn wir den Geist Gottes haben, so lasst uns auch unser Leben in diesem Geist führen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten oder einander beneiden. Wenn einer von euch Schuld auf sich geladen hat, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Seht aber zu, dass ihr nicht selbst versucht werdet. Einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Irrt euch nicht. Wer sich nur auf sein Fleisch verlässt, wird das Verderben ernten. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, wird das ewige Leben ernten. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, insbesondere an des Glaubens Genossen. Ihr Lieben, man kann am Reden und Handeln eines Menschen erkennen, wessen Geistes Kind er ist. Wenn andere an unserem Reden und Handeln und an unserem Umgang miteinander nicht erkennen können, dass wir Gottes Kinder sind, dann stimmt etwas nicht, egal wie toll wir uns finden. An euren Früchten soll man euch erkennen, hat Jesus einmal gesagt und damit das Gleiche gemeint. Paulus stellt hier eine Alternative auf. Entweder wir leben im Geist oder wir leben im Fleisch. Mit Fleisch meint Paulus nicht einen Teil des Menschen, etwa seinen Körper, der mit seinen Begierden und Lüsten minderwertig und darum abzutöten wäre. So hat es die Kirche leider jahrhundertelang verstanden
und eine entsprechende Leib- und Lustfeindlichkeit gepredigt. Mit Fleisch bezeichnet Paulus den Menschen, der sich selbst genug ist und sich darum in den Mittelpunkt seines Interesses stellt. In seiner Selbstbezogenheit fehlt ihm der Weitblick, sein Horizont ist beschränkt. Was gehen mich die anderen an? Aus lauter Sorge um sein eigenes Lebensglück oder um seine eigenen Ziele, die er verfolgt, sieht dieser Mensch nur sich und seinen Vorteil. Martin Luther hat ihn einen in sich selbst gekrümmten Menschen genannt. Er ist sich selbst der Nächste. Diesem Fleischmenschen stellt Paulus den Geistmenschen gegenüber. Er lebt im Sinne Gottes und sieht sich selbst mit Gottes Augen. Als einen trotz aller Unvollkommenheit wertvollen Menschen, dessen Leben einen Sinn hat, den ich mir nicht erst verdienen muss, auch nicht durch meine Mitarbeit in der Gemeinde. Und er sieht seine Mitmenschen mit Gottes Augen, als Gottes geliebte Geschöpfe, für deren Lebensglück er mitverantwortlich ist, ganz gleich, wo und wie sie leben. Gottes Geist verbindet uns. Wir sehen, wo einer eine Last zu tragen hat und tragen mit, soweit uns das möglich ist. Den anderen wahrnehmen. Überlegen, was ich für ihn tun kann, wo ich ihn entlasten kann. Das ist eine christliche Gemeinschaft, wo einer für den anderen da ist, wo nicht nur gemeinsam gelacht und gefeiert wird, sondern auch zusammen geweint, geschwiegen und getragen. Wir bilden uns nicht ein, besser als andere zu sein. Wir nutzen die Fehler und Schwächen anderer nicht, um uns über sie zu erheben oder auf sie herabzusehen. Kinder des Geistes Gottes haben das nicht nötig. An der Art und Weise, wie wir mit den Fehlern und der Schuld anderer umgehen, wird beispielhaft deutlich, ob wir im Geist Gottes leben oder nicht. Wenn jemand unter uns Schuld auf sich lädt, dann lasst uns nicht mit Dritten darüber reden, sondern mit dem Betreffenden selbst, verständnisvoll und im Wissen um unsere eigene Fehlerhaftigkeit. Wer möchte nicht, dass andere auch so mit ihm umgehen? Miteinander reden, anstatt über andere. Nur so kommen wir gemeinsam weiter, alles andere trennt. Gottes Geist macht uns liebevoll. Aber so leben wir nicht immer. Manchmal verhalten wir uns erschreckend geistlos. Ich bin da keine Ausnahme. Wir sind und bleiben trotz aller guten Vorsätze und Leitsätze immer auch in uns selbst gekrümmte Menschen, die ihren eigenen Vorteil suchen, andere aus dem Blick verlieren, sich über andere erheben. Es gibt keine klare Grenze zwischen den Fleisch- und den Geistmenschen, so dass wir sie wie die Schafe von den Böcken trennen könnten, um uns dann auf der richtigen Seite zu sehen oder auf der falschen. Wir sind und bleiben immer beides. Gerade darum schreibt Paulus: Lasst uns im Geist Gottes leben. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Gottes Geist ist auch nicht unser Besitz. Wir müssen immer wieder um ihn bitten, mit offenem Herzen täglich neu, denn wir brauchen ihn. Von Gottes Geist erfüllt werden wir liebevoll von Gott erzählen
ohne andere unter Druck zu setzen. Wir werden anderen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Ihnen besonders nicht, weil sie es mehr verdient hätten oder weil sie wichtiger wären. Nicht nur ihnen, aber ihnen besonders, weil wenn uns das nicht gelingt, dass wir in unserer Gemeinde füreinander da sind, wird unser Christsein unglaubwürdig. Menschen außerhalb unserer Gemeinde achten darauf, wie wir miteinander umgehen und ob unser christliches Reden Konsequenzen hat oder nur Gerede ist. Was strahlen wir aus? An der Art und Weise, wie wir von Gott reden und in unserer Gemeinde miteinander umgehen, und an unserem Engagement für andere können andere erkennen, wessen Geisteskind wir sind. Ja, wir gehören zum Leib Christi. Und wir wollen mit Gottes Geist im Glauben wachsen und den Menschen mit Liebe begegnen. Ich wünsche uns ein geistreiches Zusammenleben. Und dass wir nie müde werden, anderen von Gott zu erzählen und ihnen Gutes zu tun. An Gott wird es nicht scheitern. Wir sind seine geliebten Kinder. Unser Vater braucht uns. Amen.
Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Drei, die zu dieser Mannschaft gehören, sind heute nicht da. Die eine ist Pastorin Karin Hankel aus Künsebeck. Sie hat mir gestern noch eine Mail geschickt und ich soll sowohl dir, Matze, als auch der ganzen Gemeinde einen herzlichen Gruß bestellen. Sie wäre gerne heute in diesem Gottesdienst dabei. Von denjenigen, die Mannschaft wird im Laufe der Zeit immer wieder mal ausgewechselt, da gehen manche von Bord und andere kommen hinzu. Von denjenigen, die von Bord gehen, ist eine heute nicht dabei. Sie hat das Schiff hier in Halle schon vor einiger Zeit verlassen und ist darum heute nicht dabei. Das ist Claudia Rode. Aber fünf, die von Bord gehen, sind da. Und nun bitte ich zunächst einmal, Nikolai, dich ein paar Worte an Gudrun und Fritz zu richten. Ich mache das mal von hier, das ist ja auch an. Genau, kommt doch einfach schon mal hier. Ja, wir verabschieden heute Gudrun Plöger. Gudrun, du bist jetzt 16 Jahre lang im Presbyterium gewesen. 2004 bist du gewählt worden und du hast an ganz vielen verschiedenen Stellen dieser Kirchengemeinde mitgewirkt. Du warst im Jugendausschuss, im Friedhofsausschuss, im Kindergartenausschuss und auch ganz lange im kirchenmusikalischen Ausschuss. Du hast ganz maßgeblich den Förderverein Jugendarbeit mitgeprägt, warst damals bei der Gründung mit dabei, warst lange im Vorstand, warst Kassiererin und du hast mit Reinhard zusammen ja ganz viel damals, so gerade in dieser Entstehungszeit, mit in diesen Förderverein mit hineingebracht. Ihr habt Spender besucht, ihr habt Mitglieder besucht, standet dann mit einer Blume, mit einem Dankeschön vor der Tür. Du bist immer sehr, sehr hilfsbereit gewesen. Du warst zur Stelle, wenn man jemanden gebraucht hat. Standdienste bei Wusso, Sponsorenrallye, Torte backen, Auf- und Abbau, Geld zählen, einzahlen, hast du bzw. ihr immer ganz hilfsbereit getan. Aber auch darüber hinaus habt ihr euch sehr engagiert. Du warst immer regelmäßig im kommunalen Jugendausschuss. Du hast gesagt, ich gehe hin, mir ist das wichtig, ich mache das. Du hast häufig Presbyterdienste übernommen, auch die, wo es mal anstrengend war, Heiligabend, auch mit Rainer zusammen, ich mache das, ich bin da. Und beim Ewigkeitssonntag hast du auch gerne die Namen gelesen, das war dir auch wichtig. Du hast dich sehr reingehängt, gerade da, wo vielleicht andere gesagt haben, ach nee, ich will nicht, hast du gesagt, ich bin dabei. Und Rainer auch. Du warst viele Jahre auf der Kreissynode. Du hast in deinen Jahren uns sehr mitgetragen und mitgeholfen und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich für deinen Einsatz danken. Und als Zeichen. Kommst du auch ein paar Blumen. Vielen Dank und einen großen Applaus. So. Lieber Fritz, ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Urgestein unseres Presbyteriums, der Kirchengemeinde. Als ich nach Halle kam, warst du schon Presbyter. Ich habe das Presbyterium ohne dich gar nicht kennengelernt. 24 Jahre bist du jetzt Presbyter gewesen. 1996 bist du ins Presbyterium gekommen. Mit Dieter Hagemeyer zusammen. Wo ist er? Da vorne. Ihr beide seid jetzt hier die Dienstältesten gewesen. Du hast ganz viel in deiner Zeit mitbegleitet. Du hast gesagt, ein ganz großes Projekt deiner Anfangszeit war der Umbau des Café gegenüber, des Baus dort vorne, das war ja früher Jugendheim. Und du hast diesen Umbau ins Café gegenüber ganz maßgeblich mit geprägt. Das war so 1997 dein erstes großes Projekt. Bauzeichnung, Technik, Brandschutz. Du hast das alles gemacht und begleitet.
Du hast viele Ausschüsse begleitet, Friedhofsausschuss, Jugendausschuss, Finanzausschuss, kirchenmusikalischer Ausschuss. Ja, und dann vor allen Dingen, und so kenne ich dich auch die letzten vielen, vielen Jahre, bist du 2003 der Nachfolger von Herbert Löst als Baukirchmeister geworden. Und hast in den letzten 17 Jahren unsere Kirchengemeinde, die auch reich ist an Gebäuden, ganz treu und mit ganz viel Engagement begleitet und hast dich um alles gekümmert. Und wie viel Arbeit das ist, kann, glaube ich, im Moment nur eine Person langsam ermessen, und das ist Jürgen, der jetzt in deine Fußstapfen tritt. So von außen kriegt man es, glaube ich, alles gar nicht mit. Wir haben Kindergärten, Mietwohnungen, Gemeindehäuser, Kirchen. Und du hast mit ganz viel Einsatz dich unermüdlich um all diese Dinge gekümmert. Du hast Tabellen geschrieben, du hast Energieberichte verfasst, der Umweltbericht, das war dir auch immer sehr wichtig. Du warst Umweltbeauftragter der Kirchengemeinde, hast dafür gesorgt, dass wir auf Umweltpapier unsere Kopien machen, hast auch Energiesparen betont, dass es in der Kirche immer schön kühl ist. Du bist immer mit dem Fahrrad gefahren, bist auch ein eifriger Chorsänger. Die Kirchenmusik liegt dir auch sehr am Herzen. Bei dem Sorry, wir singen Projekt warst du mit oder bist du noch mit dabei. Das Café gegenüber, Männerkreis, man könnte so viel sagen. Du hast viele Jahrzehnte die Kirchengemeinde mitgeprägt. Und wir sind dir sehr, sehr dankbar für all deinen Einsatz, für all das, was wir dir zu verdanken haben. Und ja, danken dir für deine Mühe. Und jetzt? Herzlichen Dank, lieber Fritz. Ein ganz großer Applaus. Lieber Matze, ich würde dich gerne mal hier nach vorne bitten. Matze, wenn ich an dich denke, dann fällt mir zuallererst deine große Hilfsbereitschaft ein. Ich habe die Mitarbeiterwochenenden mit den Jugendmitarbeitern vor Augen und ich sehe dich immer, dass du Dinge im Blick hast. Dass du guckst, wer braucht gerade ein Pflaster, welche Kiste muss noch reingetragen werden, wo kann ich gerade unterstützen, wird noch Hilfe beim Tischdecken gebraucht. Ich schätze deine enorme Hilfsbereitschaft sehr und du bist damit ein großes Vorbild für die jüngeren Jugendmitarbeiter. Das Zweite, was mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich an dich denke, ist alles, was man unter dem Stichwort Beziehungspflege zusammenfassen kann. Du bist immer mit den Jugendlichen im Gespräch. Da hat jemand Sorgen, da braucht jemand Hilfe. Du triffst dich mit Leuten zum Reden. Du fragst nach, du gehst der Sache auf den Grund. Und auch das finde ich so vorbildlich für die jüngeren Mitarbeiter, dass sie das an dir sehen und erleben und dann hoffentlich selber auch so machen. Das Dritte, was mir sofort einfällt bei dir, Matze, du bist ein Leiter. Du hast den Jugendausschuss geleitet. Und ich fand das immer sehr bemerkenswert, wie du die Riege alter Herren angeführt hast. Die meisten im Jugendausschuss, abgesehen von den Jugendmitarbeitern, waren ja viel älter als du. Und du hast das souverän gemacht. Du leitest Segelturns und Projekte, du leitest eine Schule, du hast den Jugendausschuss geleitet und du bist ein Leiter und machst es gut und gewissenhaft. Das Vierte, was vielleicht eigentlich das Erste sein müsste, ist Künsebeck. Dein Herz schlägt für den Bezirk Künsebeck. Hier hast du im Laufe der Jahre Unglaubliches auf die Beine gestellt und das tust du immer noch. Helferkreis, Freizeiten, Künsebecker Acker, Gestaltung des Jugendraums, Bau einer Theke und so weiter. Und in allem immer wieder Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen. Projekte etwas auf die Beine stellen, um in Kontakt zu bleiben zu den Jungs und Mädels. Immer wieder was anzubieten. Und sei es uns in Norwegen für ein verlängertes Wochenende zu besuchen, für 4 Tage hochzufahren,
und weder Kosten noch Mühen noch, noch Zeit zu scheuen und es aus eigener Tasche zu bezahlen, weil es dir einfach wert ist, Beziehungen zu pflegen. Das fünfte, Freizeitflyer. Seit einigen Jahren kreierst du diese wunderschönen Freizeitflyer für unsere Sommerfreizeiten. Und sie repräsentieren unsere Arbeit und sie machen Lust, sich bei einer Freizeit anzumelden. Ich denke immer noch an die DIN A5-Faltblätter, die Martin und ich vorher kopiert haben. Und ich danke dir auch sehr, dass du das weitermachst. Du scheidest aus als Presbyter nach 7 Jahren und als Vorsitzender des Jugendausschusses, aber du wirst weiterhin eine Rolle spielen, sowohl im Gemeindehaus Künsebeck als auch bei uns im Jugendheim. Herzlich willkommen, ohne das zeitaufwendige Amt, ohne die große Verantwortung, ohne die terminlichen Verpflichtungen, weiterhin Teil der guten Sache zu bleiben. Ich danke dir für dein großes Engagement, Matze. Gott segne dich. Petra und Erwin, kommt doch mal nach vorne. Liebe Petra, lieber Erwin, wenn ich jetzt nicht so viel zu euch sage, wie meine beiden Vorredner, dann nicht, weil es nicht so viel zu sagen gäbe oder gar aus Herzlosigkeit, sondern weil so viel in meinem Herzen ist, was uns verbindet, was keiner Worte bedarf und was ich auch gar nicht in Worte kleiden kann. Ich danke euch für euer großartiges Engagement in Bokel und in Hörste. Als Herbert Löst 2003 aus Altersgründen als Bokler Presbyter ausschied, war die große Frage, wen können wir da gewinnen? Ich habe dich angesprochen, obwohl ich wusste, dass du schon ganz viel auf den Hörnern hast und in ganz vielen Töpfen rumrührst und hier und da etwas zu tun hast. Da waren deine Kinder ja auch noch ein wenig kleiner. Und du hast gesagt, ja, ich übernehme diese Verantwortung und ich werde mich für Bokel einsetzen. Und das hast du getan. Bokel liegt dir am Herzen, nicht nur der Ort, sondern die Menschen, die dort Gemeinde sind. Du hast dich mit vielen anderen über mehrere Jahre dafür eingesetzt, dass wir möglichst lange das Gemeindehaus in Bokel erhalten können, nicht ohne Erfolg. Du hast viel getan und dafür danke ich dir. Ich weiß noch, als wir 1999, da habe ich dich besucht, da haben wir bei euch im Garten gesessen und ich habe gefragt, ob du dir vorstellen kannst, Verantwortung in unserer Gemeinde als Presbyter zu übernehmen. Und du hast nicht lange überlegt und hast gesagt, ja, dazu bin ich bereit. Und dann hast du Verantwortung übernommen, 20 Jahre lang, als Hörster Presbyter. Du hast uns gut getan, in Hörste, im Presbyterium, in den Ausschüssen, in denen du warst, im Bauausschuss, im Friedhofsausschuss. Du bist keiner, der viel redet und sofort redet. Du bist eher einer von den Ruhigen und Stillen. Aber wenn du dich dann zu Wort gemeldet hast, dann mit ganz guten Ideen und guten Gedanken, die uns weitergebracht haben.
Deine wohltuende Art hat uns allen gut getan. Du hast dich eingesetzt, nicht nur für die Kirche in Hörste und das Gemeindehaus, für die Menschen, die dort zusammenkommen. Und für dich gilt das Gleiche, was für dich gilt. Ihr wart zwei, die, wenn sie am Sonntag nicht krank waren, nicht im Urlaub waren, am Samstagabends auf keiner Fete und am Sonntagmorgen nicht eingeladen, ihr wart ganz selbstverständlich in jedem Gottesdienst. Nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Herzlichen Dank auch dir, Erwin. Jetzt darf ich euch fünf bitten, einmal in die vorige Stufe zu treten. Ihr dürft jetzt einmal der Gemeinde den Rücken zukehren. Die Blumen nimmt euch keiner weg. Liebe Geschwister, wir verabschieden euch aus eurem Amt als Presbyterin und Presbyter unserer Gemeinde. Ihr habt euer Amt zum Wohl der Kirche wahrgenommen. Wir danken euch für euer vielfältiges Engagement. Ihr habt euch mit eurer Zeit, mit euren Gaben, mit euren Kräften für unsere Gemeinde eingesetzt. Längst nicht alles, was ihr in eurem Dienst getan habt, ist allen bekannt. Vieles, ich denke das meiste sogar, ist im Verborgenen geschehen. Und doch können wir an vielen Ecken und Enden Früchte eures Wirkens erkennen. Dafür sind wir euch dankbar. Und wir danken Gott für euren Dienst. Er hat durch euch gewirkt. Mit dem Ausscheiden aus eurem Amt bleibt ihr berufen, eure Gaben in die Gemeinde Jesu Christi einzubringen. Aber ihr seid frei von den dienstlichen Pflichten und Aufgaben einer Presbyterin und eines Presbyters. Gott segne, was ihr in seinem Namen getan habt. Und vollende, was ihr begonnen habt. Er begleite euch auf euren Lebenswegen mit seiner Liebe und Kraft. So segne und behüte euch der barmherzige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt dürft ihr unter Applaus noch einmal auf euren Platz gehen. Thank you.
Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, es läuft nur mit einer ganz tatkräftigen Mannschaft. Wir haben eben schon gehört, einige dieser Mannschaftsteile müssen wir jetzt verabschieden. Wir haben euch verabschiedet, aber es geht auch weiter mit unserem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und ich bin ganz froh, dass ich euch begrüßen darf. Euch Presbyter, die ihr neu dazugekommen seid. Und ich bitte auch euch, einmal nach vorne zu kommen. Liebe Astrid, lieber Thomas, lieber Hartwig, lieber Thomas, ihr habt schon lange Zeit gemerkt, dass es viel, viel mehr ist, im Presbyterium zu sein, als sich einmal im Monat dienstags abends zu treffen und sich gemütlich bei Tee und Keksen über die Gemeinde auszutauschen. Presbyter zu sein, das ist ein wichtiges, verantwortungsvolles Amt. Und das habt ihr eben auch bei den Worten gehört, die an euch gerichtet worden sind, dass es ganz viel kleinteilige Arbeit auch ist, die dazugehört. Das bedeutet nicht, dass ihr immer auf der großen Bühne steht, dass ihr immer Applaus bekommt, sondern es ist auch viel, was im Verborgenen passiert, was man gar nicht auf den ersten Blick sieht und erst nach einer gewissen Zeit vielleicht auch erst Früchte trägt. Ich möchte euch heute für euren Dienst, für eure Arbeit einen Satz mit auf den Weg geben, den Jesus gesagt hat, den er oft gesagt hat, wenn er seinen Leuten etwas Bedeutendes mit auf den Weg gegeben hat. Er hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt das an verschiedenen Stellen immer wieder. Und er unterstreicht damit, was ihm so wichtig ist. Er meint, hört hin, ernsthaft, aufmerksam und aktiv, mit wachen Gedanken. Und gleichzeitig sagt er damit, stellt euch nicht taub für das, was ich euch ans Herz lege. Ich wünsche euch in diesem Sinne hörende Ohren. Hört hin, was die Menschen in der Gemeinde bewegt. Hört hin, was ihre Sorgen sind, ihre Ängste, auch das, was sie sich von Gemeinde vorstellen. Dort hinzuhören, ich glaube, das könnt ihr Presbyter besonders gut, weil ihr vielleicht auch noch mal mehr mitbekommt, als wir Pfarrer das immer können. Hinhören, ernst nehmen. Was ist dran? Ich glaube, das ist auch gerade heute in der Zeit in der Kirche nicht mehr so selbstverständlich akzeptiert ist, dass wichtig ist. Was ist dran? Dann wünsche ich euch gute Ohren, um hinzuhören, was eure Mitpresbyter und Mitpresbyterinnen sagen. Nehmt sie ernst, hört genau hin, was und warum sie etwas meinen. Es geht um Teilnehmen, um Nachvollziehen, warum sie eine Meinung haben. Es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein. Das habt ihr auch schon gemerkt, das klappt nicht so einfach. Aber hinhören und verstehen und dann zu einer eigenen Position zu kommen, das wünsche ich euch immer wieder und das ist eine Basis für eine ganz fruchtbare Arbeit. Dann wünsche ich euch, dass ihr natürlich auch eure Zeit als Presbyter und Presbyterin nutzt, um immer wieder auch auf Gott zu hören. Ihr habt ganz viele Gelegenheiten in den Gottesdiensten, in denen ihr vielleicht selber lest, in denen ihr selber mit teilnehmt. Hört hin, was hat Gott zu sagen? Was hat er vor mit unserer Gemeinde? Was legt ihr euch aufs Herz? Was ist dran? Er hört auch euch zu. Und das wünsche ich euch, dass auch wenn es mal Reibungen gibt im Presbyterium, es mal nicht so einfach ist, dass ihr wisst, Gott, der hört uns. Und wir halten das hier durch, weiter gemeinsam nach vorne zu schauen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Ausdauer, aber vor allem auch ganz viel Freude an dieser Gemeinschaft, in dieser Arbeit im Presbyterium, dass ihr mit viel Verantwortungsbewusstsein in dieses Amt hineingeht,
aber auch mit ganz viel Schwung, den wir dann hoffentlich in der Gemeinde und in der Gemeindearbeit an ganz vielen Stellen spüren. Ich wünsche euch alles, alles Gute und Gottes Segen. Und auch euch wollen wir jetzt einmal mit einem Applaus ganz herzlich begrüßen. Liebe Gemeinde, falls Sie gerade gar nicht richtig zuhören konnten, weil Sie immer durchgezählt haben, 1, 2, 3, 4, sind denn nicht 5 neue Presbyterinnen und Presbyter gewählt worden? Sie haben recht, eine fehlt. Nicht nur mit gutem Grund, sondern aus einem ganz schönen Grund. Lea Tschachmann ist ebenfalls neue Presbyterin, gehört mit zu unserer Mannschaft, aber sie ist heute nicht da. Wir haben ihr freigegeben, weil sie gestern geheiratet hat. Lea, du wirst dir diesen Gottesdienst sicherlich im Netz anschauen. Herzlichen Glückwunsch von der ganzen Gemeinde euch beiden. Liebe Astrid Babenhauser-Heide, lieber Thomas Krämer, lieber Thomas Michael, lieber Hartwig Wacker, ihr seid bereits auf schriftlichem Weg nach der Ordnung unserer Kirche in euer Amt eingeführt worden. Unsere Gemeinde dankt euch, dass ihr bereit seid, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Im ersten Petrusbrief heißt es: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schädlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als die Herren der Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Ihr seid berufen, in der Gemeinschaft mit den anderen Presbyterinnen und Presbytern, mit unserer Pfarrerin Karin Hanke und uns Pfarrern, dafür zu sorgen, dass Gottes Wort recht verkündet wird. Ihr seid mit euren Erfahrungen und Gaben berufen, zur Ehre Gottes am Aufbau der Gemeinde mitzuwirken und mit dazu beizutragen, dass sie durch Wort und Tat ihren Glauben vor der Welt lebt. Bei eurem Dienst steht hier in der Gemeinschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gemeinde. Quelle und Richtschnur unseres Wirkens ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Wir sollen uns in unserem Amt und in der Öffentlichkeit als Christen erweisen und uns so verhalten, dass unser Zeugnis nicht unglaubwürdig wird. Christus spricht: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Herr segne und behüte euch in eurem Dienst und in eurem Leben. Er begleite euch mit seinem Heiligen Geist. Er schenke euch Kraft und Mut. Sein Friede wohne in euren Herzen. Amen. Übrigen Presbyterinnen und Presbytern unserer Gemeinde, dass ihr bereit seid, euer Amt weiterhin auszuführen. Ihr engagiert euch mit je euren eigenen Gaben und Fähigkeiten an vielen, vielen Stellen unserer Gemeinde. Und das zum Teil schon seit Jahren, einige schon über 30 Jahre.
Ihr investiert für unsere Gemeinde ehrenamtlich Zeit, Kraft, manchmal sehr viel Zeit, manchmal auch sehr viel Kraft und Nerven. Wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei seid, dass ihr zur Mannschaft gehört. Und das, was ihr in den vergangenen Jahren getan und geleistet habt und weiterhin zu tun bereit seid, das ist ganz gewiss einen großen Applaus der Gemeinde wert. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, den Dienst unserer Presbyterinnen und Presbyter zu achten, ihnen beizustehen und für sie zu beten. Dabei sollt ihr nicht vergessen, dass wir alle zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen sind. Der Gott des Friedens schenke uns dazu seinen Geist, damit wir seine Liebe leben und ihn mit unserem Leben loben. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auf dem Altar liegt ein echter Gewinn. Es ist eine Fliesenbibel. Vor einigen Wochen gab es hier in unserer Kirche die schöne Bibelfliesenausstellung. Da konnte man an einem Quiz teilnehmen und etwas gewinnen. Der Gewinner steht fest. Es ist Fritz Ellerweg. Fritz. Mit der Bibel darf ich dir herzliche Grüße von Pastor Perrey überbringen. Und nun wollen wir beten und wenn es euch möglich ist, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Gott, wir danken dir für deine Liebe und dass du immer wieder Menschen gewinnst, die sich in deiner Gemeinde engagieren und Aufgaben in ihr übernehmen. Wir danken dir für all das, was Fritz Ellerweg, Matthias Jörke, Petra Knehans, Erwin König, Gudrun Plöger und Claudia Rode in den vergangenen Jahren für deine Kirche und unsere Gemeinde getan haben. Du weißt, wie viel es ist. Du hast durch sie gewirkt. Wir danken dir für ihr Leben, für ihre Gaben und Fähigkeiten, für ihren Einsatz und die Zusammenarbeit.
Vergib uns, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Sei bei ihnen auf all ihrem weiteren Wegen. Schenke ihnen Freude und heitere Gelassenheit. Und lass sie an jedem Tag neu deine wohltuende Nähe spüren. Wir freuen uns über Astrid Babenhauser-Heide, Thomas Krämer, Thomas Michael, Lea Tschachmann und Hartwig Wacker, dass sie bereit sind, als Presbyterin und Presbyter Verantwortung zu übernehmen. Schenke ihnen Freude an ihrem wichtigen Dienst, Einfühlungsvermögen, Kraft, Mut und gute Gedanken. Leite sie mit deinem Heiligen Geist und lass sie spüren, wie du für sie da bist. Wir bitten dich für deine ganze Gemeinde. Schenke uns allen deinen Heiligen Geist, damit wir füreinander und für andere da sind. Einander helfen, achten und vergeben und miteinander in deiner Liebe leben zu deiner Ehre. Hilf uns einladend zu sein und mutig und fröhlich unseren Glauben zu leben und von dir zu erzählen, damit andere an uns spüren, wie gut du uns tust und dass du ein wunderbarer Gott bist. Was wir dir noch sagen wollen, nennen wir dir nun in der Stille. Gott, du schenkst Leben auch da, wo wir den Tod vor Augen haben. Wir bitten dich für Mathilde Niederhenke, Ingrid Wieland und Alfred Rux. Sei ihnen gnädig und lass sie in deiner Geborgenheit leben. Tröste alle Trauernden durch dein Nahsein und dein Wort und durch Menschen, die sie auf ihrem Weg einfühlsam begleiten. Für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden bitten wir dich, begleite sie mit deinem Heiligen Geist und stärke ihr Vertrauen zu dir, damit sie bei dir bleiben, mit dir leben und so spüren, wie gut du ihnen tust. Fülle ihr Herz mit deiner Liebe, damit sie starke Persönlichkeiten werden, dein Licht in die Welt tragen und sich ihr Leben in dir erfüllt. Gemeinsam bitten wir dich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.